Moin, herzlich willkommen beim Radio Review Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA, in Orlando, Florida und sind noch jetzt hier unserem Days Inn, das Partnerhotel, ja, ein paar gegenüber von der Messe, welches wir heute verlassen werden. Wir werden heute einen Freizeitpark besuchen, wir werden aber vorher noch nicht richtig umziehen. Wir verlassen das Zimmer, besuchen einen Park, ziehen dann quasi um. Weil ich euch noch zeigen wollte, kennt ihr das aus den Filmen? Diese Dosenhalter, wo sich die Fische drin verfangen und alles. Das gibt's hier wirklich immer noch. Wahnsinn. Jedes Mal denke ich, das ist ein Scherz, wenn ich sowas hier noch sehe. Wir packen gerade unseren Kram zusammen, schmeißen alles ins Auto und fahren dann die Straße runter, ein paar Minütchen, und versuchen denen dann zu vermitteln, dass unser Auto jetzt bei denen auf dem Parkplatz stehen bleiben wird, bis wir heute Abend einchecken können. Das hier übrigens, wir sind jetzt auf dem iDrive, den International Drive. Dieses McDonald's ist, soweit ich das weiß, das einzige McDonald's der Welt, wo es Pizza und Pasta auch noch gibt für den normalen Kram. Kann das sein, dass das Geräusch von da kommt und dass das dann da Epic Universe ist? Boah, ich kiff da. Wenigstens mal hier eine große Flagge am Wehen. So Leute, wir haben dieses Super 8 jetzt hier für zwei Nächte. Wer sich 2017 an die Vlogs erinnern kann, weiß, dass hier eigentlich jeder Tag gestartet ist. Auf dieser Bank da, da waren aber noch die Polster drauf. Nach 6 Jahren Comeback hätte ich nicht gedacht, dass wir das mal hinkriegen, in den USA nochmal im selben Hotel zu landen. Da sehe ich Volcano Bay. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr, wir waren hier auf der Seite, in der zweiten Etage, jetzt sind alles Hotels schon davor. Das war hier alles brav. Das stimmt, das Home 2, das gab's nicht. Da haben sie gebuddelt und gebaggert. Wenn euch das interessiert, guckt nicht die alten Vlogs, die sind nämlich nicht so schön. Pass auf, hier fällt auch so ein Shuttle, aber ich weiß nicht wann, das interessiert uns auch nicht. Wahrscheinlich suchen die den Shuttle. Ich glaube, der ist... Wenn der jetzt kommt, vielleicht kommt er jetzt. Ja, dann frag mal. Ich geh mal in Frage. Ansonsten, also hier hält ein Shuttle, der Rope droppt nicht, so wie wir auch nicht. Und wenn ich jetzt einen Schritt hier rüber gehe, das seht ihr auf jeden Fall nicht, weil das ziemlich weit weg ist. Also nicht ziemlich weit, aber für das Weitwinkelobjektiv nicht gut drauf zu kriegen. Da ist der Drop Tower aus Islands of Adventure bei Universal. So, da guckt die Uschi jetzt mal, ob der Shuttle jetzt zeitnah kommen würde. Dann würde man den natürlich nehmen. Ich höre gerade, es gibt hier keinen Shuttle mehr. Wahrscheinlich den Universal nicht mehr. Disney hast du aber jetzt nicht gefragt. Nee. Weil wir sind nach Disney sind wir mal geschuttelt, Universal sind wir gelaufen. Gute 20 Minuten. Was die beiden machen, weiß ich immer noch nicht. Die haben drin nur ihr Handy gezeigt, um was zu fragen. Dann standen sie jetzt gerade 5 Minuten vorm Hotel. Jetzt standen sie 5 Minuten an der Straße und jetzt gehen sie schon wieder weiter. Und gucken die ganze Zeit auf ihr Handy und durch die Luft. Vielleicht haben die Uber, aber nee. Ja, der Uber-Fahrer findet dich auf jeden Fall besser, wenn du die ganze Zeit hin und her rennst. Ihr kennt ja diese ganzen Mietroller, ja? Die Amerikaner haben das sogar zum Sitzen, die faulen Schweine.
So, also ein anderer Tipp ist zum Beispiel, wenn ihr in einem Universal Hotel seid, wie zum Beispiel dem Endless Summer Resort hier, dann werdet ihr vom Hotel selber immer dahin geschuttelt. Da hat das Hotel hier so Bushaltestellen und dann kommen dann regelmäßig die Busse, die fahren dann zum City Walk Universal Studios Islands of Adventure, lassen euch da raus und holen euch da auch wieder ab und bringen euch dann wieder hier in euer Hotel. Vor 2 Jahren habt ihr hier noch eine Baustelle gesehen. Wir sind jetzt bei Universal quasi angekommen. Das ist das Parkhaus. Hier halten die Busse. Da geht es die Treppe dann hoch und dann geht es über die Brücke zum City Walk. Das ist die Einkaufs- und Vergnügungsmeile von Universal. Davor hat aber der liebe Herr in diesem runden Gebäude die Sicherheitskontrolle geschaffen. Da muss man als erstes durch. Das ist natürlich nicht so geil, aber naja. Sind wir ja alles safe und sicher. Ich habe aber gerade die Befürchtung, dass wir da nicht direkt hinkommen, sondern erstmal Richtung Parkhaus müssen, so ein Parkhaus hinten bei den Menschen anstellen dürfen, die gerade alle da oben stehen und auf die Sicherheitskontrolle warten. Warum waren die nicht zum Rope Drop hier und sind jetzt weg? Danke. So Leute, wir haben unsere Tickets abgeholt. Bei Universal kriegst du so Papptickets. Und das Problem ist, vor allem wenn da der Expresspass mit drauf ist, musst du das Ding immer wieder vorzeigen. Papptickets, vorzeigen, Wasserbahn, dies, das, Ananas, ganz schwierig. Am besten kauft ihr euch solche Plastikhüllen vorher. Könnt ihr auch teuer hier kaufen, wie wir, weil wir die wieder zu Hause liegen lassen haben. Und nehmt euch ein Lanyard mit. Zum Beispiel von Good Gravy, die neue Vekoma-Achterbahn in Holiday World. Und das ist dann mit so einem... Und dann könnt ihr... Ich weiß nicht, was jetzt alles da drauf steht, deswegen verdecke ich das kurz. Ja. Und dann geht das jetzt hier gleich rein. A little nonsense is what I need. Now if you want a cooler Rucksack, oder Leute? Achtung! Leute, hier Velocity Coaster, Coaster Cutout, Frontcar oder der ganze Zug. Wenn ihr so Coaster Cutouts sucht, haben wir einen Link unten in der Videobeschreibung. ride-review.freizeitpark.de ist das richtig, hoffentlich. Da kostet das keine $40. Also, das kostet da gar nichts, weil den Velocity Coaster gibt es das nicht, aber, aber andere Coaster gibt es. Full Train kostet hier $200. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was der in dem Shop kostet. Aber das seht ihr jetzt, wenn ihr auf den Link klickt, nachdem ihr das Video zu Ende gesehen habt. Übrigens witzig, wir haben gerade am Hotel noch Leute getroffen. Wir haben jetzt gerade hier Leute getroffen. Universal ist schon, Orlando ist auf jeden Fall klein. Aber das waren auch alles Leute, die jetzt auf der Messe waren. Die entweder mit uns im Hotel waren oder jetzt gerade hier halt unterwegs sind. Ich glaube, es ist jetzt erstmal nicht wichtig, wer es ist, sonst wenn hier wieder irgendwelche Rückschlüsse gezogen auf, dann bauen die das und das hier. Nein. Und auch ja. Dieser Schirm, eine originale Replika vom Hagrids Zauberschirm. $120. Original und Replika finde ich auch schön. Original Replika. Ah ja. So Leute, wir fangen an. Wir waren gerade noch im Shop, habt ihr ja gesehen, mit der Bourne Stentacular Show. Guckt euch das an. Das ist eine Stunt-Show. Habt ihr so noch nie gesehen. Wird es ein Einzelvideo zu geben? Ich habe da ein paar Sachen gefunden. Hoffentlich gibt es die auch noch online, die man finden kann, um euch zu zeigen und zu erklären, was da drin passiert. Wir gucken es jetzt an. Ich habe richtig Bock, weil die ist wirklich richtig, richtig geil und sehr, 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 sehr gut und einmalig. So Leute,
Wir haben jetzt, da hinten ist der Eingang zu Bond Tentacular. Und wir haben, jetzt tanzt auch noch. Meeting Nummer 3 heute haben wir jetzt gerade gehabt. Ja, wir haben das dritte Mal heute jemanden getroffen. Alter, diese Show, es ist wirklich krank, der absolute Wahnsinn, absolut beeindruckend. Und ich möchte euch jetzt hier nicht zu viel spoilern, das machen wir dann im separaten Video zu der Show, das kommt dann jetzt auf jeden Fall auch. Und die anderen Leute jetzt hier, die sich auch sehr gut in der Branche auskennen, waren auch absolut begeistert. Waren auch nur, wegen der Show sind die heute nur hier, die fliegen heute Abend zurück. Aber alle haben das schon von ihren Kollegen, die hier waren, geschwärmt. Und da musste man sich das jetzt auch reinziehen. Das zu Recht. Ich kann das einfach nicht in Worte fassen, was da passiert. Also, das ist einfach cool. Ja, also die Idee dazu zu haben, ist das eine. Aber das so krass umzusetzen, absoluter Wahnsinn. Es gibt eine Neuheit übrigens, eine neue Attraktion. Aber gebunden doch bekommen. Ein Walking, aber macht bitte. Das ist der richtige Weg. Das ist sogar rot. Also das heißt, wir dürfen nicht stehen. Aber es gibt eine Attraktion zu den Minions, da gehen wir jetzt hin, die sollen nicht so gut sein. So sollen die Wasserspender hier übrigens nicht aussehen. Ich probiere es mal. Aber trinkbarer als bei Disney. Ja. Also eigentlich trinkbarer als Magic Mountain. Da war das Imp. Das war Imp. Ein bisschen was in die Nase. Ja, gehen wir rüber, ne? Wir stehen jetzt bei VillainCon Minion Blast. Genau. Und sind jetzt ganz gespannt. Aber was ist das hier? So, ja, der Anstellbereich ist wirklich auf Niveau, also weiß ich nicht. So, wir streichen jetzt einfach alles dick drüber, die Wände, den Boden. Und wenn es in den Ecken schimmelt, dann streichen wir den Monat halt wieder drüber. So richtig Sixpacks. So sieht das hier aus. Warum ist hier alles anders gestrichen? Achso, weil hier ist alles anders gestrichen. Das war vorher Schreck 4D. Vor 2 Jahren sind wir die Attraktion noch gesessen. Nee, da war das schon zu. Und jetzt ist es Minions Blast VillainCon. Ja. Das ist, glaube ich, kein Ride, soweit wir das verstanden haben oder wissen. Man soll auf so einem Laufband stehen und irgendwie ballern. Mal gucken, wie das dann ist. Wir waren in VillainCon Minion Blast, Q-Line, also nicht Q-Line, ja, ist auch noch Q-Line, ist ja keine Pre-Show. Also wenn man reinkommt nach dem draußen zum Heslon-Bereich, das ist cool gemacht, viele coole Details, Easter Eggs, also nicht Easter Eggs, aber viele coole Details, die man aus Filmen kennt, so als echte Props nachgebaut und so. Und dann ist es halt wirklich so, du stehst auf einem Laufband, also auf einem Fließband, weil wir laufen ja nicht. Es ist ja kein Moving Walkway, man steht da drauf. Jeder hat da seinen Punkt, du musst auch auf deinem Punkt bleiben. Was hast du gesehen? Das Maskottchen. Ah. Und Delay. Ja. Und ich würde auch gucken, dass man auf seinem Punkt stehen bleibt. Sobald du 2 von diesen Lamellen gleichzeitig berührst und eine Kurve kommt, glitscht ein Bein von dir weg. Echt? ja, dann hast du einen großen Blaster an der Hand und dann fährt man vorbei an ganz vielen Screens, wir sind bei Universal, und ballert wie wild drauf los. Guck mal, er ist blind und ist bei Universal und hier ist jede Attraktion screenbasiert. Das ist halt auch, da kannst du es ja so barrierefrei machen, wie du willst. Ja,
ist eine Sie. Und er hat, sie hat ein cooles T-Shirt an, da steht wie doch, ich kann im Nebel sehen. Ist ein Punkt. Das weiß ich jetzt nicht, das stimmt aber. Du kannst auch nicht das Gegenteil behaupten. Also der Trigger-Punk, jetzt musst du deinen rausfinden, welcher deiner ist. Ja. Und der ist auf jeden Fall nicht da, wo man hinzielt. Nein. Und der laggt ganz schön hinterher. Und dann ballerst du einfach gestört wie wild drauf los, weil du mit 50 Leuten gleichzeitig auf die gleiche Leinwand schießt, was dann halt eher ineffizient ist. Und auch das letzte Stück, ne, die Leute rennen ja schon raus, die fahren ja gar nicht bis zum Ende, obwohl die sich ja eigentlich nicht bewegen. Das holt die also auch nicht komplett ab. Das ist kurz lustig, das erst nervt, weil du erstmal dich selber kalibrieren musst auf diese Knifte. Dann ist kurz lustig und dann nervt es einfach nur noch so. Also, ja. Obwohl einfach dann so Momente, wo der ganze Screen einfach explodiert und so. Ja. Was soll mir das jetzt bringen? Kriege ich dafür jetzt Punkte, wenn ich da nochmal drauf schieße? Oder? Ich weiß es auch nicht. Vor allem hast du ja den normalen Trigger und vorne ist ja noch ein Trigger. Du hast ja, wo du normal hältst. Aha. Und vorne der ist noch ein Punkt. Aha. Und dann schießt er so große Kanonen. Ah. Also so große Bomben. Ja, ja, habe ich bei den Leuten gesehen. Ja, ich hab's geschafft. Gut, egal. Haben wir gemacht, haben wir jetzt drüber berichtet. Müsst ihr euch euer eigenes Bild drüber machen, euer eigenes Urteil bilden. Was ich euch verspreche, The Tonight Show mit Jimmy Fallon. Straight from New York, weiß ich nicht, wie die Attraktion. Through New York. Race through New York. Ach, du kannst es da hinten lesen? Egal, machen wir nicht. Ist okay, aber ist nicht toll. Gar nicht toll ist diese Achterbahn. Hollywood Rip Ride Rocket. Fahre ich nicht mehr. Da sehe ich keinen Grund mehr drin. Das sehe ich nicht ein. Liebe an Maurer Rides, aber das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Das ist echt scheiße. Ja. Und du hast die Wahl. Ich gebe dir die Wahl zwischen zwei Attraktionen. Ja. The Ranch of the Mummy oder The Ranch of the Mummy oder Transformers The Ride 3D. Wir gehen erst in die Richtung. Transformers The Ride 3D. Ist aber doof. Ja? Ja, weil ja, mir fällt das jetzt gerade ein, weil Mami und dann ist da der Eingang von Transformers, der ist. Das ist Transformers. Hier ist der Ausgang und da ist der Eingang und da ist Mami. Ja, dann habe ich was entschieden, was keinen Sinn macht. Danke, Papa. Mami gefahren, das Ding macht immer noch mega Bock, richtig viel Spaß. Hier ist übrigens jetzt die Main Street, also ja, doch, weil die eigentliche Main Street, die wir gerade als erstes gegangen sind, ist jetzt das Minion-Land. Zeigen wir nachher nochmal, wie die Fronten jetzt aussehen, denke ich mal, oder morgen in Ruhe. Mal gucken, ja, die Blues Brothers oder so werden, glaube ich, jetzt gleich rauskommen. Oder, ne, es ist eine andere Band. Ja, ich gehe mal zu Step mit euch rüber. Hier, random, sind hier immer wieder Shows auf der Straße. Das ist ziemlich cool eigentlich. So wenig überraschend geht's jetzt weiter mit Transformers. Es gibt so ein Ride hier nochmal gegenüber im anderen Park, in viel krasser, besser, obwohl älter. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, steppen wir mal rein. Angeschlagen übrigens 35 Minuten, bei Minions war 25. Ja, Sancho hat ja keine. Und Mami war 50, stimmt. Ja, wir haben halt den Expresspass ja hier drum hängen und eigentlich ist es immer so die halbe Wartezeit, aber es waren 5 Minuten bei Mami. Minions auch 5 Minuten. Das sieht auf jeden Fall nach mehr als 5 Minuten aus, das heißt aber nicht, dass es wirklich so ist. Ne? Take cover!
Thanks for meeting the challenge. Let's head on back to base. You can ride with D-Bag anytime. Ja, Weltretten macht müde, wie es aussieht. Wir haben mal wieder die Welt gerettet. Und das zusammen mit den Transformers oder für die Transformers oder gegen die Transformers. Das hat keine Ahnung. Boom, bam, boom, botsch. Ich fand es aber ein bisschen witzig. Everybody okay? Und dann ist das Mädchen. Yes! Everybody okay? Gotta find a way down. Ja, screen-basierender Dark Ride mit 3D-Brillen macht schon Bock, ne? Ist schon cool. Wie gesagt, Spidey haut nochmal einen oben drauf, steht aber drüben im anderen Park. Es sind ja zwei Parks hier. Das Orlando Resort Florida hat einmal Universal Resort Orlando, so ist es richtig. Und die Universal Studios gibt es hier, das ist der Park, in dem wir jetzt angefangen haben. Und es gibt noch Islands of Adventure, da werden wir heute auch noch mit euch hingehen. Wahrscheinlich werden wir jetzt zu E.T. gehen und mit E.T. zusammen am Fahrrad durch die Welt fliegen. Uralter Dark Ride, aber richtig cool. Ey. Also wenn man sich darauf einlässt und weiß, dass es alt ist und nicht das krasse neue Moderne erwartet wie wir. Wir sind jetzt E.T. Adventure gefahren, in Suspended Dark Ride ja eigentlich. Man sitzt in einem Rad, also Fahrrad. Man sitzt auf einem Fahrrad, Viererreihen und ich glaube auch viermal hintereinander, ne? Also 16 Leute in einem Fahrzeug quasi. Nee, in der Frontrow sind wir nicht sicher, ob das vier nebeneinander sind. In der Frontrow sind wir nicht sicher, ob das vier nebeneinander sind. Auf jeden Fall saßen wir in der letzten Reihe, ist aber nicht so schlimm eigentlich. Und witzig ist, man sitzt halt wirklich auf einem Fahrrad. Das ist ein bisschen eher wie so ein Kindersitz, in dem man sitzt, also nicht wirklich auf dem Sattel, weil man muss ja irgendwie fest sein und der Lenker kommt dann als Griff so nach vorne. Ganz cool. Ja, also ich finde das Fahrsystem total geeignet dafür, weil man kennt ja, jeder kennt ja die Szene von E.T., wo er mit dem Fahrrad von dem Typen, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der den hat, da rumgefahren wird und dann fliegt vor dem Mond. Wir haben auch ein Körbchen vorne dran. Wir haben auch ein Körbchen vorne dran, genau, weil da sitzt im Film ja E.T. dann auch drin, weil der selber kann ja kein Fahrrad fahren. Und ziemlich alt, der Ride. Dementsprechend sind auch einige Animatronics in die Jahre gekommen, also es sind nicht so super viele, aber die Menschen, die muss man sich jetzt gar nicht unbedingt angucken, die da animatronisiert werden. Ja, also eigentlich ist es ziemlich stimmig, ist es von oben bis unten thematisiert. Ist es gepflegt, genau. Duftstoffe, Musik, der Sound funktioniert, die Effekte funktionieren, also kann man nichts gegen sagen. Was lustig ist, letztes Mal hatten wir das nicht, weil anscheinend so wenig Andrang war. Jetzt ist das aber wieder so, dass man quasi so eine Karte bekommt am Eingang und das ist dann unser E.T. Boarding Pass für seinen grünen Planeten, auf dem wir mit dem Fahrrad reisen. Und man muss dann vorher seinen Namen da angeben. Dann tippen die den Namen ein, laden den auf diese Karte. Die Karte gibt man dann ab, wenn man einsteigt.
Und ganz am Ende ist E.T. Als Animatronic nochmal und sagt, ja, goodbye. Und dann sagt er alle Namen von all den Leuten, die in dem Fahrzeug sitzen. Das ist ziemlich witzig. Ja. Ja, haben nicht lange gewartet, weiß ich nicht. Nur wegen dieser Pre-Show halt dann, 5 Minuten, aber das war's. Mo, wer kommt da? Bitte? Und wer kommt in der Pre-Show? Wer hostet die Pre-Show? Ah, die Pre-Show wird gehostet von Steven Spielberg, der Supermacher dieses Films. Und er erklärt einem halt dann, was wir in dem Ride machen müssen, dass wir E.T. helfen müssen, seinen Planeten zu retten, weil die Bewohner des grünen Planeten in Gefahr sind. Ein Ride, den wir uns auf jeden Fall sparen, ist Simpsons The Ride. Erinnert auf jeden Fall im Inneren sehr stark vom Aufbau vom Ride-System und so weiter und so fort an Galaxy im Phantasialand. Simulator, ja klar, aber irgendwie dieses Gesamtding. Und ist ganz witzig, vor allem die Pre-Show ist ziemlich witzig. Der Rest ist aber, ja, kann man machen. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kann man sich das aber auch sparen. Auf der Seite sehen wir schon, oh, das sieht ein bisschen nach Harry Potter aus. Dazu kommen wir später. Denn erstmal geht es hier zu Man in Black. Alien Attack. Man in Black, Alien Attack. Auch hier wie bei Mami dann, dass der ganze Krempel in locker muss. Das ist ein bisschen nervig. Kleine Locker, diese großen wie Briefkästen, also einfach nur Briefschlitze, gibt es für umsonst. Große Locker, wo Rucksäcke reinpassen würden, müsste man bezahlen. Große Rucksäcke in die Kleinen zu stopfen, ist aber auch kein Problem. Leute, finally ist es soweit. Ich hab mein Turkey Leg. So geil. Und hier bei Universal habe ich mein erstes und meiner Meinung nach gibt es auch die besten. Turkey Leg würde ich als am ehesten vergleichen vom Geschmack mit Kassler, glaube ich. Ja, aber ist geil. Teuer, aber geil. Also hier, ne, kriegst du natürlich irgendwo auf einer Fair. Ja, auch nicht. Das war halt teuer. Also so ein Truthahn hat auch noch 2 Beine. So, wir haben jetzt gespeist, oder ich. Frau Reicher, das ist ja zu fies davor, einfach mal jemand das Bein aufzuessen. Und laufen gerade noch so ein bisschen durch den Simpsons-Bereich. Neben dem Simulator gibt es auch noch einen Flatride. Und ihr könnt in den Quickie-Markt, den finde ich ein bisschen blöd, weil der so rund ist. Aber ihr könnt zum Beispiel auch Moe's Taverne, die aussieht wie Moe's Taverne. Man kann sogar an Billardtisch sitzen. Man kann an der Bar sich auch einen Flaming Moe bestellen, der auch wirklich dampft. Zeige ich euch jetzt nicht von drin. Entweder müsst ihr dafür selber hier hinkommen oder ihr guckt einen unserer letzten Vlogs aus den Universal Studios. Da bekommt ihr das alles detailliert auch nochmal zu sehen. Aber die Area hier ist schon sehr cool. Man in Black Alien Attack sieht von außen der Eingang erstmal ziemlich altbacken aus, aber also er ist es auch, ne? Ist eine alte Attraktion, alte IP, aber richtig cooler Ride, macht richtig Spaß, interaktiver Dark Ride, du sitzt mit 3 Leuten nebeneinander in 2 Reihen hintereinander und ja, wir müssen Aliens jagen und abschießen und wenn, je nachdem was man trifft oder wie schlecht man trifft, wird gespinnt und es gibt Bonusknöpfe und so weiter und so fort. Macht auf jeden Fall Spaß und ist noch eine coole Attraktion, immer noch. Also nach all den Jahren auch, obwohl das was älter ist, so mit E.T., ne, das matcht schon zusammen. Wir gehen jetzt zu den etwas neueren Sachen, die jetzt eigentlich auch schon super alt sind. Und wir switchen jetzt gleich zu Harry Potter rüber und gehen zum Bahnhof King's Cross. Aber vorher gehen wir noch in die Winkelgasse mit euch. Ach ja, 45 Minuten sind aktuell angeschlagen. Thank you.
night away. That's the night away. That's the night away. No matter what they say. Wir stehen jetzt hier vor Gringotts. Das ist eine Attraktion, die hier, also Gringotts, also das ist Harry Potter and Escape from Gringotts ist der richtige Name der Attraktion. Das ist die Fahrattraktion hier im Harry Potter Bereich, zu dem halt die komplette Winkelgasse gehört, wo man reinkommt, indem man durch diese Brick Wall auch durchgeht. Kleiner Spoiler, es gibt auch die Noktorngasse und Ollivanders, es gibt Weasleys zauberhafte Zauberscherze und so weiter und so. Ihr könnt überall reingehen, ihr könnt überall euer echtes Geld lassen. Ihr müsst jetzt nicht zu Gringotts und erstmal Knut, Sickel und das andere holen. Ja, Butterbier ist aber auch so, könnt ihr auch hier trinken, ist aber eher so eine Sache für Hogsmeade. Da passt es thematisch besser und da macht es auch jeder. Hier kaufen wirklich alle ihre Zauberstäbe. Der Drache hier oben, der sich da befindet, ist wie ein Bahnübergang. So, wenn er anfängt zu fauchen, bleibt alles hier stehen, bis die Flamme gekommen ist. Und ja, Harry Potter and Escape from Gringotts ist eine Achterbahn-Dark-Ride-Geschichte von Intermin. Ihr habt 3D-Brillen bei der Achterbahnfahrt auf, ein paar Trickschienen, fahrt an ein paar Screens vorbei, sitzt quasi in einem Simulator, der Achterbahn-Parts durchfährt. Um das mal zusammenzufassen, aber da drin sieht es aus wie bei Gringotts. Das ist richtig krass. Also die Queue-Line alleine, die grillt euch schon. So, wir fahren dann wahrscheinlich jetzt Hogwarts Express. Da müssen wir rüber zum Bahnhof King's Cross in London. Da müssen wir wieder raus aus der Winkelgasse. Und dann fahren wir wirklich mit dem Hogwarts Express. Um das zu machen, müsst ihr ein 2-Park-Ticket haben. Weil das Ganze sind ja 2 verschiedene Freizeitparks. Und da gibt es dann auch so ein Kombi-Ticket für beide Parks. Das müsst ihr haben. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr nicht Hogwarts Express fahren. Und das ist eine Standseilbahn von der Firma Doppelmayr, die wirklich von den Studios zu Islands of Adventure fährt. In echt. Und ihr steigt wirklich in echt in Hogsmeade aus. Wie das mit Epic Universe wird und dem neuen Harry Potter-Themenbereich, da weiß ich noch nicht. Aber Harry Potter wird es da auch geben. Und das ist auch dringend nötig, denn es ist hier komplett überrannt. Und ich behaupte jetzt schon mal, dass Hogsmeade nicht besser aussieht, wenn nicht sogar schlimmer. Die Leute stehen drauf, die lieben es einfach. Das ist ja Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgeht. Zu dem Harry Potter Kram, separates Video gibt es hier auf dem Kanal, der Harry Potter Freizeitpark und was da wirklich hintersteckt. So, eine Sache, die ich vielleicht noch vergessen habe zu erzählen, ist, die Zauberstäbe haben natürlich auch eine Funktion und du kannst damit hier in den Bereichen zaubern. Wir sehen hinter mir eventuell einen Brunnen, wenn man dann da rumzaubert, dann kommt da Wasser raus. Und in diesem schwarzen Kasten hinter mir, wo mein Kopf gerade vor ist, da zum Beispiel ist eine Ritterrüstung und wenn du da zauberst, dann fällt die auseinander und setzt sich danach wieder automatisch zusammen. Es gibt verschiedene Fenster, wo sowas noch zu machen ist. Und in Hogsmeade selbst kann man natürlich auch noch zaubern. So ist das ja nicht. Da seid ihr jetzt nicht limitiert auf den Bereich hier. So Leute, es ist soweit, wir fahren wirklich Hogwarts Express und wir gehen jetzt in den Hogwarts Express und steigen hier King's Cross ein. Passiert hier irgendwas? Man fährt dann nur Zug, oder? Thank you.
Bevor ihr übrigens, wenn ihr den Hogwarts Express fahrt, wir sind jetzt in Hogsmeade angekommen, panisch im Bahnhof versucht, ein Foto und Selfie zu machen mit der Lok. Hier gibt es einen Fotopoint in Hogsmeade, da könnt ihr das ganz in Ruhe und offiziell machen. Sieht genauso aus wie die Lok da drin, nur ohne Stress und ohne Probleme. Ja, und Hogsmeade ist voll, wie zu erwarten. Und man sieht auch schon das Schloss Hogwarts. Und ja, Hogsmeade ist in den Filmen schneebedeckt. Natürlich ist es in Florida dann auch so. Ich kann euch aber beruhigen, in Kalifornien und in Japan auch, was wir bis jetzt gesehen haben. Welcome to Hogsmeade, everyone. Hello there. Good to see you. Da hinter mir geht's rein zur besten Achterbahn der Welt oder einer der besten. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Intermin Multi-Lounge Motorbike Coaster. Holla die Waldfee, das fahren wir jetzt. Dafür müssen wir uns erstmal wieder einen Locker ziehen. In der Hoffnung, dass das nicht wie beim letzten Mal ist und dass der Locker einfach aufgeht und unser Zeug weg ist, also nicht weg ist. Derjenige, bei dem der aufgegangen ist, vielen lieben Dank nochmal an Unbekannt, hat das nämlich einen Mitarbeiter gegeben, das Zeug, und dann haben wir es wieder bekommen, sonst hätten wir ein Problem. Ich korrigiere, wir fahren nicht Hagrid's Magical Creature Motorbikes Adventure, denn die Bahn ist immer noch nicht im Expresspass mit drin und ist gerade bei 105 Minuten. Da die Bahn heute aber schon eine viel geringere Wartezeit hatte, nehmen wir jetzt erstmal davon Abstand, machen was anderes und kommen wieder, wenn die Wartezeit runtergegangen ist. Ob das noch passiert, weiß man nicht, aber schauen wir mal. Ansonsten morgen früh als erstes oder so, aber jetzt habe ich da, oder wir beide haben da jetzt nicht so die Lust drauf, 105 Minuten uns jetzt da reinzustellen, wenn du schon den ganzen Tag hier rumgerannt bist. Auch wenn das Ding mich sehr reizt, aber die geht nachher, geht die Zeit runter und dann fahren wir. Um das noch mal ein bisschen mit der Thematisierung hier anzusprechen, ein ATM ist hier von der Bank, Gringotts Bank, und das ist natürlich ein sehr cooles Detail. Hier nebenan ist ein Restroom und da ist auch die Maulende Myrte zu Hause, und man hört die Maulende Myrte, wenn man hier auf die Toilette geht. Ihr könnt bei den drei Besen essen gehen, ist sehr krass. Ihr könnt auch einen Meter weiter gehen und Jurassic World sehen. So, Harry Potter and the Forbidden Journey, das ist die Attraktion im Schloss Hogwarts. 35 Minuten Standby und Express möglich. Wir müssen aber jetzt erstmal hier draußen zu so einer ollen Höhle. Da werden jetzt die Sachen eingeschlossen. Das sind jetzt die Locker. Die Locker war vorher drin im Eingangs-Shop-Bereich. Absolutes Chaos gewesen. Ganz gut, dass sie jetzt hier draußen sind. Und dann geht es hier ins Schloss rein. Ja, schon cool da drin. So, Leute. Da ist es wieder. Wir sind gerade gefahren und ja, wir sind gerade einig, dass es eigentlich ein ganz cooler Ride ist. Wir waren erst so, boah, wollen wir überhaupt, aber sind jetzt länger nicht mehr gefahren und jetzt hat es wieder Spaß gemacht. Reicht jetzt auch für ein paar Jahre gefühlt. Ist aber echt sehr, sehr nice gemacht. Die Queue-Line ist unfassbar gut. Und dann hast du halt sehr krass, mir tut jetzt der Nacken weh, weil ich die ganze Zeit geglotzt habe, was wie aussieht, wenn man, was nicht zur Experience gehört, sondern wie was funktioniert. Sehr beeindruckend. Gefühlt unnötig hoch ist man unterwegs. Aber krass, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Hat Spaß gemacht, und vor allem, wenn man die Filme mag, ist das richtig cool. Wenn man, du hast ja gerade gesagt, Kammer des Schreckens cool findet, du kommst in die Kammer des Schreckens, in gigantisch groß, wahnsinnig. Ich wollte auch noch was sagen. Ich möchte nur hochmachen, damit du daran denkst. Dass da die Extended Queue ist. Nein, das wollte ich nicht sagen, dass da die Extended Queue ist, sondern der Ride hat eigentlich immer eine ziemlich niedrige Wartezeit im Verhältnis zu den anderen Sachen, oder? Es ist, glaube ich, wirklich wegen der Motion Sickness. Wenn das schon jemand gemacht hat, würde er das, wenn er dann schlechte Erfahrungen gemacht hat, nicht nochmal machen. Weil ich glaube, das geht schnell. Also ich denke, das geht schnell bei dem Ride. Ich glaube, du hast es auch schon mal so leicht. Ja, heute nicht. Es kommt halt je nachdem drauf, welche Tagesform man gerade hat. Das kann ja jedem mal passieren. Aber manche sind ja wirklich, das geht gar nicht dann. Ne? Denen wird ja sofort schlecht. Und dadurch, dass du halt diese Bewegung sowieso schon hast, dann liegst du ja teilweise manchmal so halb. Über ein bisschen. Und dann so in diese, aus der Bewegung in die Leinwand so, und da kann ich mir schon vorstellen, dass man ein bisschen dizzy wird. Yes. Wir machen jetzt zwei Drücker. Also wir stehen jetzt immer noch vorm Schloss, aber ich höre Jurassic Park Musik. Schwierig. Was ich noch sagen wollte, wir haben das ja eben schon erzählt hier mit dem Bämseln um den Hals. Du musst ja bei den Rides auch immer dein Ticket mitnehmen, weil das ja da gescannt wird, und du brauchst es auch,
um den Locker ja wieder aufzumachen, noch ein Grund mehr, das halt irgendwie safe zu securen. Safe zu securen. Schlau. Ja. Wisst ihr Bescheid? Ich verstehe das. Ja. Wir kommen mit Junior Coaster, sparen wir uns übrigens jetzt mit 45 Minuten. Und auch so. Also, Velocicoaster wäre jetzt dran gewesen. Sieht schlecht aus. Delay ist gerade down. Aber war gerade eine Testfahrt. Wir gehen mal in die Richtung gucken, wie das da aussieht. Ladies and gentlemen, this is our place. Spider-Man ist jetzt angesagt. Wir sind einmal ganz durch den ganzen Park gerusht. Eigentlich, wir waren entspannt unterwegs. Wollen jetzt auf jeden Fall noch Spider-Man machen. Und dann gucken wir mal, wie es beim Hagrid aussieht. Hulk zum Beispiel hat nur 15 Minuten. Nicht, weil die so eine krasse Kapazität haben. Weil B&M so gut und toll ist. Wie viele meinen. Ohne viel B&M gefahren zu sein. Ah. Seine eigene Flasche mitbringen oder nach einem Becher fragen. Und dann bekommt man einen Becher, damit man umsonst Wasser ziehen kann. An den Coca-Cola Freestyle-Automaten oder auch an den Kiosks, wo die so Postmix-Anlagen haben. Mischen die das dann, schenken die dir das quasi aus. Das kostet nichts. Wasser ist wichtig. Schade, Europa. Funktioniert nicht so ganz bei euch. Hulk, B&M, over the shoulder, Schulterbügel, einfach nur Schulterbügel. Ihr kennt ihr die normalen mit dem einen Gurt. Und die Big Boy Seats, die kennt ihr ja auch. Die haben diese doppelten Gurt und haben diese zwei Gurtschnallen. Und hier gibt es beides als Testsitz. Das heißt, du kannst erstmal gucken, passe ich in den normalen Ja, Nein? Oder passe ich in den sogar in den Big Boy, nicht in den Big Boy Ja, Nein? Oder. Ihr wisst, wie ich das meine. Also, es gibt beides als Tests. Das gibt es sogar zweimal noch mal auf der anderen Seite. Das finde ich wirklich eine sehr coole Sache. Wobei, es wird bei mir nie an der Wampe knapp, sondern immer an den Schultern. Herzlichen Glückwunsch.
gerade waren wir ja noch auf der anderen Seite des Sees. Wir sind jetzt nochmal rübergegangen, ein paar Aufnahmen gemacht und der Velocicoaster steht offensichtlich schon wieder. Ich habe jetzt nicht in die App geguckt, Uschi ist gerade da hinten und wir sind noch nicht am Eingang, aber es kommt kein Zug hier lang, die haben ja einen krassen Durchsatz. Und im ersten Lounge ist Werkslicht an, Putzlicht an. Das ist schlecht, das ist schlecht. Achso, irgendjemand hat Geburtstag, ja danke. Da ist auch jemand. Hallo. Jetzt ist er verschwunden. Abends, ich glaube wegen Weihnachten, ist so eine Mapping-Show auf dem Schloss, Hogwarts-Schloss. Und die ist, glaube ich, so alle halbe bis dreiviertel Stunde, wenn sobald die Einheit dunkel gebrochen ist, die Dunkelheit eingebrochen ist. Ja. Wow. Und ganz am Ende kommt dann immer so zwei Piu, Piu, Feuerwerk. Und das haben wir jetzt noch kurz abgewartet. Wie gesagt, Velocicoaster ist wieder down. Und ich glaube, das war ja auch schon vorher der Plan, ne? Wir begeben uns jetzt nur noch eigentlich zum Ausgang. Haben aber den einmal, wo wir schon am Ausgang waren. Also hier war der Ausgang. Hier standen wir. Und wir gehen jetzt so einmal komplett durch den Park. Und damit wird es durch den Ausgang zu gehen. Weil es gibt ja natürlich im Dunkeln noch ein paar schöne Shots. Und heute hat der Bro ein anderes Informativ, wollte ich gerade sagen. Objektiv, mein Gott, drauf als morgen. Und von daher einfach noch mal ein bisschen was einfangen. Und ja, noch was? Der Grund, warum sich beim Hagrid Coaster nichts ändert, ist, dass der Velocicoaster halt die ganze Zeit in die Knie geht und hier Menschenmassen natürlich nur in diese Richtung strömen. Was man auch noch dazu wissen muss, sonst hätten wir das Mapping gerade auf dem Schloss auch gezeigt, wir kommen aus dieser Richtung. Man kann aber nur noch von Hogsmeade aus dahin, ist nämlich eine Einbahnstraße gemacht worden, weil das sonst alles komplett verstopft und chaotisch wäre. Muss man auch noch wissen, dass das ab dem Zeitpunkt eine Einbahnstraße ist, man hier außen rum muss. Wir sind zurück, waren gerade in der Rezeption, haben eingecheckt, in dem Super 8, das ihr eben gesehen habt, und sind in unserem Zimmer. Ich sag mal so, wir haben ja nicht heute schon den ganzen Tag mit Latinos zu tun gehabt, die kein Englisch sprechen. Der Typ, der die Nachtschicht schieben darf, ist auch einer davon. Er kann seine drei Wörter zum Ein- und Auschecken der Leute, das war es. Dann wurden wir heute Morgen gefragt, ob wir oben oder unten sein wollen. Wir sind ja gerne unten, kannst du eben vor allem alles reinschmeißen, vor allem wenn wir alles fertig machen müssen zum Abflug dann morgen, ne? Wir sind oben. Junge, und das haben wir gesagt und dann, ja, der hat kein Wort verstanden. Also wirklich, der kann nur einchecken und auschecken vielleicht. Ja, Zimmer ist okay.
Ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil die ganzen anderen Super 8 sind inzwischen alle super cool renoviert. Das hier nicht, obwohl die Konkurrenz hier so groß ist, dass man vielleicht immer ein bisschen representen sollte. Aber seit unserem letzten Besuch ist hier nichts passiert, gefühlt. Und es gibt ein paar Highlights, die zeige ich euch jetzt aber, der Abgerocktheit. Irgendjemand hat schon mal versucht, den Vorhang abzufackeln. Schön. Dann, ich habe gerade vernommen, die Betten sind nicht bequem. Was ist das Problem? Federn. Und nicht die Daumenfedern. Ach, wie schön. Wenn man Fernsehen gucken möchte, muss man den Stuhl wegräumen. Zum Stuhl kommen wir gleich. Moment. Ja, komm jetzt, du hast ihn angekündigt. Der Stuhl. Die schönste Sitzfläche der Menschheitsgeschichte. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass der... Oh, da ist auch noch ein Q-Tip. Jo. Hier kommt schon mal ganz weit weg. Tschüss. Ja, der kann noch nicht mal richtig rollen, so scheiße ist der. Streichen können die Amerikaner auch immer super. Auf jeden Fall besser als abkleben. Und der, dieser Schrank. Kamera schwierig. Aber man sieht, glaube ich, wie das Brett absteht. Wie das hier abgehobelt ist. Unten. Ich mache den nicht nochmal auf. Ich habe das gerade gemacht. Die Tür hatte ich halb in der Hand. Da sind $100 weg. Hat auch jemand was auf den Safe geschrieben. Und es fehlt ein Knopf. Was ist hier los? Ich habe den noch nicht aufgemacht. Der ist kalt. Jetzt ist er ganz kalt. Aber ein Eisfach auch. Ja, der Schreibtisch sieht ja genauso aus. Ne? Ja. Nun ja, zwei Nächte. Arschlecken. Das sind $66, ne? Das ist wirklich eins der sehr billigen. Ja. Aber wir wollten jetzt halt irgendwie einfach nur in die Nähe von Universal. Und bezahlbar. Bezahlbar. Und das ist schon eine halbe Stunde zu Fuß, theoretisch. Ja, alles andere war das Doppelte. Ja, das war echt schweineteuer, das andere. Also von daher, und da will ich echt wirklich nur schlafen jetzt, ne? Und ja, werden mal ein paar Bierchen abends trinken und fertig, ne? Ja. Voll okay. Wir gehen jetzt noch was essen.